Schokokaramellschnitten. Hm. Ist ein sehr, sehr schokoladiger Kuchen und der ist sehr, sehr lecker und der ist natürlich wahnsinnig gesund. Also es steigert natürlich die gute Laune und die braucht man ja. Bei schlechtem Wetter zum Beispiel. Und für den Kuchen brauchen wir als ganz solide Grundlage unten Eier, Mehl, Zucker und ein bisschen Salz. Und dann das große Schokoladen-Inferno. Zu dem Teig packen wir natürlich auch ein bisschen Schokolade. Kommt dann aber obendrauf Sahne und ganz dringend nötigen wir Schokokaramellbonbons. Nach denen bin ich ein bisschen süchtig. Ist ein bisschen gefährlich für die Blonden, die man in den Zähnen hat, aber die sind sau, sau lecker. Ja, und als erstes beginne ich bei diesem Kuchen immer mit der Sahne, weil es ist am besten, wenn man die Bonbons auflöst. Wenn die Sahne einmal richtig schön hochgekocht ist, am besten sofort vom Herd runternehmen. Und dann kommen die Schokokaramellbombs rein. Oh, lecker. Und dann rühren, dass sie sich schön auflösen. Da kann man es schon sehen, da schmelzen sie schon. Mm. Man darf da auch ruhig naschen. Mm. Das Karamell löst sich natürlich schwieriger auf. Schokolade geht ja ganz schnell, aber das hier braucht ein bisschen länger. Aber es muss eine richtig schöne glatte Masse werden. Mmh, dann ist es eine echte Schokokaramellsahne. Und die muss jetzt erstmal abkühlen, damit man sie richtig schön aufschlagen kann. Oh, schön dickflüssig. Yummy, yummy. Ein Genuss. So, und jetzt kann sie sich noch ein bisschen abkühlen im Kühlschrank. Und hier der erste Schritt zu meinen Schokokaramellschnitten. Einfach die Sahne aufkochen und Bonbons darin auflösen, bis es eine gleichmäßige Masse ist. Dann in den Kühlschrank damit, dann lässt sie sich später besser aufschlagen. In der Zwischenzeit können wir uns dann um den Teig kümmern. Der ist ganz einfach. 5 Eier. 5. Jetzt gebe ich noch Eigelb dazu, 3 Stück. Jetzt wird das Ganze mit Zucker richtig schön schaumig geschlagen. In meinem Zucker ist noch eine Prise Salz mit drin, das hebt die Süße noch mehr hervor. Dieser Zuckerschaum ist die Basis für meinen Schokorührteig. Der Teig soll ja richtig schön fluffig und Luft bekommen und soll richtig schön fluffig nachher auch schmecken. Deshalb dann richtig den Turbogang eingehen. Die Zuckerkristalle lösen sich jetzt richtig schön im Eigelb auf und durch das ganze Gequirle kommt so viel Luft da rein, dass es richtig viel schaumige Masse wird. Ups, und das ist der Zeitpunkt, da kann man dann das Mehl dazu sieben und vorsichtig immer schön unterheben. Also so gleichmäßig, man muss das, ich zeige euch das am besten. So, immer ein bisschen reinsieben. Und dann vorsichtig, aber bestimmt so unterheben. Also nicht zu schnell, sonst geht die ganze Luft wieder raus. Muss man schon mit Gefühl machen. Wenn das Mehl untergehoben ist, dann kommt die Schokolade dazu. Ich habe hier eine ganz normale Zartbitterschokolade genommen, die einfach geraspelt. Die kommt dann einfach hier rein. Und dann parallel zu der Schokolade gebe ich in den Teig immer noch ein bisschen Sahne, damit der Teig nicht so ganz dick wird und nachher ein Klumpen ist. Soll ja schön aufs Blech fließen. Jetzt kommt der zweite Schwung Schokolade dazu. Der Teig soll ja auch richtig schokoladig schmecken. Der Teig kommt jetzt auf ein tiefes Blech. Am besten das Blech vorher ein bisschen einpinseln. Ich habe es mit Butter gemacht, weil ich finde, wenn man dann so ein bisschen Buttergeschmack hat, passt das zu der Schokolade ganz hervorragend. So. Zwischendurch darf man natürlich mal verkosten, ob genug Schokolade drin ist. Und ich finde, es ist perfekt. Und jetzt kommt's in den Ofen. Also einfacher geht's doch nun wirklich nicht. Mein locker leckerer Boden für echte Schokoholics. Ganz schnell und easy gemacht.
Einfach die Schokolade verreiben, Eier mit Zucker und Salz schaumig schlagen, die übrigen Zutaten unterheben, dann den Teig auf ein gefettetes Blech geben und bei 175 Grad ab in den Ofen. Der Kuchen sieht perfekt aus. Heiß, 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 heiß. Der muss jetzt erstmal abkühlen, aber in der Zwischenzeit können wir uns um die Schokokaramellsahne kümmern. Die ist nämlich jetzt schön kalt und wird jetzt ganz doll aufgeschlagen. Und dann kommt nach und nach Sahnesteif noch dazu. Jetzt kommt sie auf den ausgekühlten Kuchen. Ich werde sie einmal glatt drüber streichen, dass man eine Schicht davon hat. Und dann mit dem Spritzbeutel noch lustige kleine Tupfen drauf machen. Das ist so toll! Die cremige Schokokaramellsahne kommt jetzt auf den luftigen Schokoboden. Ich finde ja, doppelt hält eben besser. Und für uns echte Schokoholics darf es ja auch gerne mal ein bisschen mehr sein. Ich sag nur, 1,5 Liter Sahne und 500 Gramm Schokolade und die kommen jetzt auf den schokoladigen Schokoboden. Ach, ein Schokoholic-Traum. Damit ich nicht nur was Schönes für den Magen, sondern auch was fürs Auge habe, gibt's dann noch eine Schicht Schokosahne. Die spritze ich ganz locker aus der Hüfte mit einem Spritzbeutel mit großer Lochtülle obendrauf. Und schon ist der Kuchen mit Sahne verziert. Jetzt kommt oben noch ein bisschen Kakaopulver drüber. Wir geben uns hier die volle Schokoladung. Jetzt sieht der Kuchen ganz samtig aus durch das Kakaopulver. Aber das ist mir noch nicht genug. Da kommt jetzt noch oben was drauf. Bei mir in der Küche kommt nichts um. Und ich habe ja noch Schokokaramellbonbons übrig. Also rauf damit! Und das sind meine Schokokaramellschnitten.